Weiß einer, wie das Thema für heute Abend lautet? Du solltest das wissen, genau. Ey, was ist eigentlich los? Genau. Ich möchte euch einladen, mit mir ein Bekenntnis zu sprechen, bevor wir loslegen. Und wenn ihr mögt und eine Elberfelder Bibel habt, dürft ihr das auch mitlesen. 4. Kapitel bei Lukas. Und wir beginnen bei Vers 18. Und ich lade euch ein, dieses Bekenntnis mit mir zusammen zu sprechen. Der Geist des Herrn ist auf mir. Sag das mal. Der Geist des Herrn ist auf mir. So, und jetzt sag das mal so, als wenn du das glauben würdest. Der Geist des Herrn ist auf mir. Halleluja. Ja, nimm das bewusst. Der Geist des Herrn ist auf dir. Du hast keinen anderen Geist. Der Geist des Herrn ist auf dir. Warum? Steht da auch. Weil er mich gesalbt hat. Weil er mich gesalbt hat. Halleluja. Dieser Geist des Herrn ruht auf dir und er hat dich gesalbt. Jetzt kommt drauf an, wofür. Lass uns mal gucken. Amen, gute Botschaft zu verkündigen. Amen, gute Botschaft zu verkündigen. Gefangenen Befreiung zuzurufen. Gefangenen Befreiung zuzurufen. Den Blinden, dass sie wieder sehen. Den Blinden, dass sie wieder sehen. Den Zerschlagenen, dass sie in Freiheit kommen. Den Zerschlagenen, dass sie in Freiheit kommen. Und das angenehme Jahr des Herrn. Und das angenehme Jahr des Herrn. Ihr Lieben, wir leben in diesem angenehmen Jahr des Herrn und der Herr hat das noch nicht verändert. Das angenehme Jahr des Herrn war das sogenannte Jubeljahr. Alle Gefangenen wurden freigesetzt. Alles, was sie verloren hatten, bekamen sie wieder. Und das Jahr war das Jahr des Jubels. Das Volk war richtig in Euphorie. Fast wie dieses Cleansman-Jahr, in dem wir sind. In Euphorie versetzt. Jawohl. Halleluja. Und sie merken, das ist, was Gott gesetzt hat. Und ihr Lieben, dieser Geist des Herrn ruht auf uns. Ich staune darüber, dass das uns Leute bestätigen, die uns gar nicht kennen. Auf euch ruht ein anderer Geist. Wer den Zeitungsartikel gelesen hat, da bestätigen uns das Leute lustigerweise. Was ruht auf uns? Der Geist des Herrn. Ich wünsche dir, dass du durch die Gegend rennst und die Leute sagen, hey, was ist mit ihnen denn los? Und du sagst, hey, auf mir ruht der Geist des Herrn. Willst du mal fühlen? Ja! Heiliger Geist, wir danken dir für heute Abend und wir danken dir dafür, dass du hier bist und dass wir diesen Geist des Lebens und der Kraft in uns wissen. Und dass dieser Geist des Lebens durch uns durchfließt und dass er freisetzt. Wie ein mächtiger Strom kommst du, Geist Gottes. Und wir dürfen Teil sein, dürfen uns als Kanal dir zur Verfügung stellen und sagen, fließ in uns hinein, fließ durch uns durch, berühre Menschen, Herr. Berühre unser eigenes Leben, reinige, Herr, wo die Dinge einfach schief sind, die rausfliegen müssen. Aber beginn dein Werk neu in uns zu tun, Herr. Halleluja. Und beginn das Werk heute in uns zu tun. Heiliger Geist, dass wirklich das Jahr der Befreiung, dass es sichtbar wird, spürbar wird, nachvollziehbar wird. Herr Jesus, wenn wir heute nach Hause gehen, dass unsere Ehepartner, die nicht da waren, unsere Kinder, die das nicht miterlebt haben und sagen, hey, da war was von diesem Geist des Herrn zu spüren. Komm, Geist Gottes, lass das in unserer Gemeinde, lass das in unserer Stadt, lass das in unserem Land sichtbar werden, dass du deinen Geist neu auf dein Volk ausgießt und es in Befreiung hineinführst. Danke dafür. Amen. Ja, ich habe ein spannendes Thema. Ich habe den Titel genannt, Gewinne den geistlichen Krieg erstmal bei dir selber. Und wenn wir den heute Abend ein Stück weit angegangen sind, dann gewinn ihn in deiner Familie und dann gewinnst du ihn in der Stadt. Also das werden noch die spannenden Abende, wenn wir anfangen, in die Stadt rein zu wirtschaften. Geistlicher Krieg, warum ist das so wichtig? Weil ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo man uns diesen geistlichen Krieg versucht auszureden. Du kannst ja mal mit deinen Kollegen in der Nachbarschaft über den Teufel reden, dann kannst du ja mal gucken, wie viel geistliche Offenheit da ist oder ob die denken, bei dir tickt's nicht richtig. Wir haben einen Rationalismus, eine Lehre, die uns gesagt hat, alles, was mit unserem Verstand nicht zu begreifen ist, gibt es einfach nicht. Das haben wir uns manchmal erzählen lassen. Dann gibt es noch den humanistischen Geist, der uns erzählt, dass der Mensch einfach gut ist. Es gibt gar nichts Böses. Die haben natürlich relativ Notstand bei bestimmten Erklärungen unserer momentanen gesellschaftlichen Abläufe. Und dann gibt es noch einen anderen Geist, das ist dieser Materialismus, der uns erzählt, ey, alles, was du brauchst, ist, schaff dir genug Klamotten und Zeug an und dann geht es dir schon irgendwie gut. Und wir Christen sind davon ja nicht ausgespart und wir merken das doch selber, oder? Wenn
meine kleine Tochter kommt und sie sagt, Papa, ich habe so Angst, was sage ich denn zu ihr? Dann sage ich zu ihr, du, ich glaube, das ist ein Dämon von Angst, der will dich wirklich packen. Sage ich das? Nein. Nee, sondern ich versuche das irgendwie so zu umschiffen, dass ich es ihr irgendwie klar mache. Aber ihr lieben Freunde, das ist am Ende trotzdem die Wahrheit. Wir leben in einer Zeit, wo man über unsichtbare, übernatürliche Realitäten nicht einfach redet. Und ich glaube, das ist einer der größten listigen Anläufe, die der Teufel genommen hat, um uns aus diesem Bereich des geistlichen Krieges am liebsten völlig rauszuhalten. Und ich fand in der Geschichte eine tolle Sache. Die Deutschen im Zweiten Weltkrieg hatten eine heiße Propagandamethode. Ich glaube, Goebbels hat sie entwickelt. Und zwar wurde das in England bekannt als der Optimistenunfug. Die deutsche Propaganda ist England überflogen und hat Flugblätter rausgeworfen, zu Tausenden. Und auf den Flugblättern stand, der englische Endsieg ist nahe. Und haben über die Propaganda dem englischen Volk was klar machen wollen? Freunde, ihr braucht nicht länger kämpfen, der Endsieg steht sowieso vor der Tür. Cleverer Trick. Was passierte daraufhin? Die Freiwilligenrate der Soldaten, der jungen Männer, die sich zum Krieg meldeten, nahm drastisch ab. Viele Einwohner wurden nachlässig. Man hat also diese Sperrstunde, wo man nachts alles abgedunkelt hat, das hat man alles fallen gelassen, weil der Endsieg stand ja vor der Tür. Und die britische Regierung damals musste riesen Anstrengungen machen, um den Leuten wieder zu verklickern, April, das war blöde Propaganda von der falschen Seite. Ja, aber für die Deutschen war das natürlich clever, dass plötzlich überall was leuchtete, da wusste man wenigstens, wo man die Bomben hinwerfen muss. Riesencleverer Trick, den Leuten zu sagen, April, gibt gar keinen Feind, ist alles in Ordnung, Freunde, ihr könnt wieder abrüsten. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass wir als Christen unter genau derselben Propaganda leiden. Dass wir uns Theologien aufgebaut haben, die klar machen, dass es eigentlich den Teufel mit seinen Dämonen irgendwo schon noch gibt, aber der hat mit unserem Leben eigentlich nichts zu tun. Und deshalb, Freunde, abrüsten. Und das ist gefährlich. Weil die Bibel redet von was völlig anderem. Sie sagt sehr deutlich, dass wir einen geistlichen Kampf kämpfen, jeden Tag. Ich weiß nicht, ob dir das deutlich ist, wenn du morgens aufwachst. Aber ich will dich nicht schocken, aber das ist trotzdem die Wahrheit. Jeden Morgen, wenn du aufwachst, stehen mindestens 10 Dämonen neben deinem Bett. Wenn das Mann reicht. Ja, Halleluja. Das ist auch beruhigend, sagst du, ne? Genau. Wenn wir über Engel reden, werden wir den Part etwas mehr betonen. Heute betonen wir den anderen Part. Der Punkt, der uns wichtig ist, ist, im Epheser 6 steht, wir kämpfen gegen Mächte der Finsternis. Das lesen wir in der Theorie, aber wir machen das in der Praxis relativ selten. Das wissen wir schon, aber ganz ehrlich, wenn die richtige Herausforderung zu Hause kommt, dein Mann ist wieder absolut überstinkig, was machst du? Kämpfst du gegen diesen Geist von Zorn und Bitterkeit, der da versucht, in dein Haus reinzukommen? Oder sagst du, ey, du wirst wohl was mit der Zeitung an die Rübe, hä? Na, ich weiß nicht, wie ihr das macht, vielleicht hast du auch eine Bratpfanne zu Hause, aber der Punkt ist, wie reagieren wir ernsthaft? Sind wir tatsächlich uns dessen bewusst, dass das, was da kommt, auf einer eigentlich völlig anderen Ebene läuft? Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, wir kämpfen nicht gegen Menschen, egal was für üble Typen du hast. Ehrlicherweise, was ist unsere erste Reaktion? Da tritt dir einer auf den Fuß, das passt dir irgendwie nicht, also was machst du? Erstmal oben raus und dann gib ihm aber Saures. Und ganz ehrlich, wir reagieren auf ein geistliches Problem mit fleischlichen Mitteln. Die Reaktion ist welche? Es wird am Ende nicht wirklich gut funktionieren. Du kannst geistliche Probleme nicht mit fleischlichen Möglichkeiten bekämpfen, geht nicht. So, denk gut drüber nach. Apostelgeschichte 26 sagt, Vers 18, um die Augen der Menschen zu öffnen, damit sie umkehren von der Finsternis zum Licht und von der Macht des Teufels zu Gott. So darum geht der eigentliche Kampf. Die meisten Leute, die Jesus als solchen nicht entdecken oder erkennen können, machen das nicht, weil sie dich ärgern wollen, sondern weil der Herr dieser Welt, sagt die Bibel im Korintherbrief, ihren Denksinn total zugekleistert hat. Und da liegt unser Problem. Die meisten Dinge entstehen nicht auf der natürlichen Ebene, sondern entstehen auf der unsichtbaren, übernatürlichen, dämonischen Ebene. Und das ist der eigentliche Kampf, mit dem wir kämpfen müssen.
Deswegen steht in 2. Korinther 10 auch, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht menschlich, sondern bevollmächtigt von Gott zur Zerstörung von Festungen. Das heißt, das ist ein geistlicher Krieg und Gott sagt nicht, kauf dir einen Panzer oder eine Kalaschnikow oder irgendwas und baller da mal fröhlich in die Luft. So, ich weiß nicht, ob einer von euch den Film mal gesehen hat, Ghostbusters. Ja, da rennen dann so, wie heißt der, Dan Aykroyd und all diese Spezies, die rennen da durch die Gegend und ballern dann da auf irgendwas. Das ist blöder Kram. Sondern es geht wirklich um einen geistlichen Kampf. Jesus sagt in 1. Johannes 3, Vers 8, dazu kam der Sohn Gottes auf die Erde, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und das machen wir nicht wie die Hisbollah, indem wir irgendwelche Raketen auf irgendwelche Feinde schießen, ja, sondern das ist eine Sache, Paulus sagt in Römer 15, ich ermahne euch Brüder, durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des Geistes mit mir zu kämpfen im Gebet. Aha, so geht das. Geistlicher Kampf hat was mit sehr spezifischem Kampfgebet zu tun. Wir haben einen Kampf zu kämpfen. Warum? Es gibt den Teufel. Da ist die Bibel eindeutig. Schlag mal die Zeitung auf und frag dich, woher kommt dieses ganze Elend? Und dir wird klar, das kann nicht von den netten Menschen kommen. So, die Frage ist, wer manipuliert diese Leute so? Jemand hat das mal clever erklärt, das fand ich gut. Er hat gesagt, ey, hast du elektrischen Strom schon mal gesehen? Nee. Nö, in der Regel nicht. Aber wenn du so ein elektrisches Gerät siehst, das von diesem Strom in Bewegung gesetzt wird, dann kriegst du mit, dass es das gibt. Und so ähnlich ist es mit dem Teufel auch. Den sehen wir nicht, aber wir sehen, wie er Menschen benutzt, um sein Wesen, nämlich das Wesen der Zerstörung, in die Welt hineinzubringen. Und immer wenn du Zerstörung in direkter Form sehen kannst, kannst du den Teufel in direkter Form sehen. Und wir fragen uns schon manchmal, ey, was läuft da eigentlich ab? Und der Teufel ist immer der alte Teufel. Er ist immer der Zerstörer. Die Bibel nennt ihn Luzifer. Er war mal ein Lichtengel und die Bibelausleger sind sich einig. Er muss einer der hohen Engel gewesen sein, der sogenannten Erzengel. Manche sagen, er war für den Lobpreis im Himmel zuständig. Wo die das genau her haben, keine Ahnung. Kann ich nicht genau nachvollziehen. Aber ich nehme das mal an, wenn die das sagen. Es gibt zwei starke alttestamentliche Stellen in Jesaja 14 und Hesekiel 28, wo von einem übernatürlichen König geredet wird, der sich im Himmel auf den Thron Gottes setzen will und der dann am Ende rausfliegt. Die Rebellion des Teufels mit den Engeln wird in der Offenbarung nochmal beschrieben. Und die Bibel sagt, ein Drittel dieser Sterne am Himmel, ein Bild für die Engel, sind dann mit dem Teufel mit rausgeflogen. Und der Teufel suchte ein neues Arbeitsfeld. Wenn er da schon nicht der Chef sein konnte im Himmel, wenn es da schon nicht geklappt hat, war er auf der Suche. Wo könnte er der Chef sein? Also kam er auf die Erde, weil da hatte Gott ja Menschen eingesetzt als Chefs der Erde. Und er wusste genau, wenn er legitimerweise Herrscher sein wollte, dann müsste er diese alten Chefs dazu bewegen, ihn zum Chef zu machen. Dafür müssten sie aber ihre Unterordnung unter den göttlichen Chef aufgeben. Und es kam so, ihr kennt die Geschichte vom Sündenfall, der Teufel wurde legitimerweise dadurch, dass Adam und Eva nicht mehr sich unter die Herrschaft Gottes stellten, sondern dem Teufel gehörten, er wurde offiziell der Chef dieser Erde. Die Bibel nennt ihn den Gott dieser Welt. Ja, und nee, es heißt tatsächlich der Gott dieser Welt. Und es ist interessant, als Jesus versucht wird und der Teufel ihm die gesamten Reiche der Welt anbietet, was sagt Jesus nicht zum Satan? Genau, er sagt nicht, das gehört dir nicht. Sondern was wusste Jesus? Im Moment ist er der Chef. Freunde, lass uns mal darüber nachdenken. Wenn der eigentliche Chef dieser Welt der Teufel ist, dann ist alles, was aus dieser Welt an Angebot und an Gedankengang kommt, von wem manipuliert? So, darüber sollten wir mal nachdenken. Und dann würden wir in vielen Dingen dieser Welt unsere Blauäugigkeit ein bisschen abbauen. Denn das, was du in dieser Welt erlebst, ist eben nicht neutral. Es gibt in dieser Welt nämlich gar keine Neutralität. Entweder kommt eine Sache von Gott, oder am Ende ist sie mehr oder weniger inspiriert, manipuliert von der anderen Seite. Und der Teufel zieht sein Werk auf, natürlich, wie sich das gehört. Und er hat ein Ziel. Und er versucht, dieses Ziel reinzubringen. In 1. Johannes 5, Vers 19 steht, und die ganze Welt liegt in dem
Bösen. Die ganze Welt. Und jetzt kommen so ein paar verrückte Leute wie du und ich, wo der Heilige Geist plötzlich kommt und ihren Geist lebendig macht. Und uns geht so ähnlich, deswegen mag ich diesen Film Matrix so. Also für alle, die den noch nie gesehen haben, bitte schaut ihn euch wenigstens einmal als Lehrstück an. Danach kannst du die CD auch in den Müll packen, aber guck ihn dir einmal wenigstens an. Weil da geht es um so einen Typen, der in seiner Welt als Computerspezialist lebt und mit mal merkt, ey, da gibt's irgendwas anderes. Und der wacht plötzlich auf in seiner ihm eigenen Welt und entdeckt plötzlich, hinter meiner Welt gibt es eine völlig andere Welt. Und das, was ich hier sehe, ist eigentlich nur manipuliert und gesteuert. Und jetzt erlebt er den Schocker des Lebens und muss sich jetzt fragen, hey, in welcher Welt und von welcher Wahrheit will ich mein Leben eigentlich weiter prägen lassen? Und uns geht das ganz genauso. Ich denke ganz oft, als ich Christ geworden bin, war es mir, als wenn ich aufwachen würde und plötzlich begriffen habe, hey, was geht hier eigentlich auf dieser Erde ab? Warum laufen Dinge so schief, wie sie schief laufen? Warum laufen Dinge bei mir innerlich schief, wie sie schief laufen? Was ist eigentlich mit mir los? Und alle diese sogenannten netten Erklärungsversuche greifen plötzlich nicht mehr, weil ich in mir eine göttliche Institution erlebe. Ich erlebe in mir den Heiligen Geist, der plötzlich anfängt, Dinge klar zu machen und auf Dinge aufmerksam zu machen, die ich nie vorher gesehen habe. Und so kennst du das wahrscheinlich auch. Das passiert, wenn der Heilige Geist plötzlich reinkommt in dein Leben. Er fängt an, uns zu erklären, was läuft. In 2. Korinther 2, Vers 11 sagt die Bibel, denn die Listen oder die Strategien des Teufels sind uns nicht mehr unbekannt. Genau, weil Gott, der Heilige Geist, fängt an, uns aus dieser Finsternis ins Licht zu bringen. Und wir entdecken plötzlich, Gott sieht ganz, ganz viele Bereiche unseres Lebens völlig anders. Stimmt's? Ich weiß nicht, kennt ihr das auch? Das ist immer mein Lieblingsbeispiel. Ich habe bis zu dem Zeitpunkt viel, viel Zeit in der Disco abends verbracht. Und ich vergesse das nie, wie ich da sitze und ich halte mich da an meinem Bierchen fest und es sind alle Kumpels, die immer da waren, auch da und alles läuft, wie es immer läuft und plötzlich sitze ich da und mich fällt dieser Gedanke siedend heiß ein, was machst du da? Ich sitze da und frage mich, was mache ich da? Und ich guck die Leute an und ich habe die ja die ganzen Jahre gekannt und mir wird plötzlich klar, ja, keine Ahnung, was ich hier mache. Warum höre ich mir dieses hohle Geschwätz an? Ja, kein Schimmer. Wieso lasse ich mich eigentlich vollqualmen hier? Was will ich hier eigentlich? Und irgendwann packte ich mein Geld auf den Tisch und ging. Und ich wusste, ich gehe hier nicht wieder her. Und ich bin da nie mehr hingegangen. Ich war durch mit dem Thema. Warum? Ich merkte plötzlich, ich bin hier falsch. Das hatte keiner zu mir gesagt, es war niemand, der plötzlich neben mir stand und sagt, du, ein guter Christ in einer freien Gemeinde, es geht da nicht hin. Oder irgend so ein komisches Zeug. Ich wusste, ich bin hier falsch. Das nennt man Überführung durch den Heiligen Geist. Da redet jemand zu dir und nimmt dir plötzlich die Scheuklappe weg. Und du merkst das, der Teufel kommt immer auf dieselbe alte Schiene. Er ist halt immer der alte Teufel, der immer mit Lüge kommt, der immer das Wort Gottes madig macht, der immer am Ende nur Zerstörung vorhat. Und du musst mal darauf achten, wenn du Christ geworden bist, denk drüber nach. Viele Dinge, die du als Sünde früher nicht wirklich erkannt hast, mit ihrer zerstörerischen Wirkung, wenn du Christ wirst, wird dir das plötzlich klar und du denkst, ja Mensch, wie konnte ich so blöd sein die Jahre? Kennt ihr das? Ich habe eine ganz, ganz liebe Freundin, sie ist in so einem Managementbetrieb bei einer ziemlich hohen Geschichte bei Thyssen. Und als sie gläubig wurde, da war das Hammer. Die ist von jetzt auf sofort, hat die mit Rauchen aufgehört. Und ich habe sie damals gefragt und ich habe gesagt, Mensch, wie hast du das gemacht? Da sagt sie, weißt du was? Ich saß im Gottesdienst und mit einem Mal war es wie, als wenn mich so ein Schwert treffen würde in meinem Kopf. Und es fiel mir total, ey, wieso ruinierst du dich eigentlich die ganzen Jahre? Es machte Patsch und niemand musste mir das erklären. Und ich bin nach Hause gegangen, habe den Krempel aus dem Auto geräumt, habe den aus der Wohnung geräumt, habe ihn in die Mülltonne gepackt und fertig war ich mit dem Thema.
Ich wusste, Gott hat zu mir geredet. Und ich konnte plötzlich entdecken, ey, wieso um alles in der Welt lasse ich mich hier eigentlich tot machen? Weil das, was der Teufel dir anbietet, hat immer einen zerstörerischen Charakter. Immer, denk mal gut drüber nach, über die sogenannten Lustangebote. Ich habe ein Bild gefunden im Mittelalter, das hat mich schwer getroffen. Da hat man das in der Regel so gemacht zur Belustigung des Volkes. Man hat einen Bären gefangen und den Bären hat man dann in diesen Burghof gesperrt und alle Leute standen drumherum. Und in dem Burghof hatte man dann auch ein großes Feuer und über dem Feuer waren Kessel mit Honig. Und der Honig war siedend heiß. Und das Aroma hat dazu geführt, dass der Bär natürlich was gemacht hat? Natürlich, volle Kiste rauf auf diesen Topf mit heißem, siedendem Honig. Und was hat er gemacht, während er den Honig versuchte zu schlecken? Der hat sich natürlich furchtbar das Maul und die Tatzen verbrannt, aber weil die Gier größer war, hat er was gemacht. Ist immer wieder zu dem Topf, so lange bis er nicht nur äußerlich verbrannt, sondern auch innerlich verbrannt war und dann elendig zugrunde gegangen ist. Ganz böses Spiel. Im Mittelalter war das die Volksbelustigung schlechthin. Aber soll ich dir was sagen? Der Teufel macht das mit dir nicht anders. Alles, was er dir an Sünde anbietet, hat genau denselben Charakter. Sieht total klasse aus, riecht vielleicht auch klasse, schmeckt vielleicht im ersten Moment klasse und hat nur ein Ziel, dich zu zerstören, weil er ist immer der alte Teufel, er macht dich immer kaputt, egal was er dir anbietet. Warum? Eine Persönlichkeit, die unheil ist, die kann nur Unheil anrichten. Und jetzt kommen wir Christen. Und Halleluja, glücklicherweise ist es so, dass der Teufel dir nicht wirklich was tun kann. Stimmt's? Er kann ja nichts tun. Im Normalfall kann der Teufel einem wiedergeborenen Christen nichts tun. Schön, ne? Das ist beruhigend. Also das sollte euch innerlich zu Begeisterungsstürmen hinreißen. Weil es gibt Millionen auf der Erde, die werden geplagt. Und bei dir kann er das nicht mehr so ohne weiteres. Das ist gut, oder? Und wieso erleben wir trotzdem so viele Christen, die so geplagt aussehen? Siehst du, das ist die Gretchenfrage. Deswegen sind wir da bei dem Thema heute. Ich brauchte ein bisschen länger, aber jetzt sind wir dran. Das ist doch eine gute Frage, oder? In der Bibel steht in 1. Petrus 5, Vers 8, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Was machen wir, wenn wir schlau sind? Dem widersteht standhaft durch den Glauben. Halleluja. Was muss ich also machen? Meine Position in Jesus einnehmen. Johannes 1, Vers 12, so viele Jesus aufgenommen haben, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Ich bin ein Kind Gottes. Halleluja. 1. Johannes 4, 4, ihr seid aus Gott Kinder und habt jene überwunden, weil der, welcher in euch ist, stärker ist wie der in der Welt. Halleluja. Ich nehme meine Position in Jesus ein. Preis dem Herrn. Lass ihn machen, was er will. Mir kann er nichts tun. Super. So weit, so gut. Und wenn wir doch mal in Sünde fallen, weil wir auf irgendeine Attacke reinfallen, weil uns irgendwas wieder in den Kopf gelogen hat und wir sind darauf die Sünde angesprungen. 1. Johannes 1, 7 und 9, da heißt es, und wenn wir unsere Sünde dann bekennen, uns davon trennen, ist der Herr treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von jeder Ungerechtigkeit reinigt. Und wieder ist alles Paletti. Super. Der alte Brehm in Brehms Tierleben schreibt, wie er in Indien war und den Mungo gesehen hat. Was ist denn der Mungo? Der Mungo, das war so ein kleines, iltisartiges Tier. Und er schreibt, dass der immer dann die Giftschlange angesprungen hat, wenn er einen Strauch neben sich wusste. Und bei diesem Strauch, dieser Strauch hatte eine Schlangengift-serumartige Wirkung. Wenn er davon was gefressen hat, dann konnte ihn die Schlange ruhig beißen, hat ihn nicht gestört. Und er beschreibt, wie dieser Mungo immer diese 2 Meter lange Giftschlange angegriffen hat, aber immer nur, wenn er den Strauch neben sich wusste. Clever. Und dann hat er ihn irgendwann niedergebügelt, die Schlange. Und ich dachte, das ist ein sehr cleverer Gedanke. Stimmt's? So machen wir das in unserem geistlichen Leben. Wir greifen den Teufel an. Aber wisst ihr warum? Weil wir immer wissen, dass es Vergebung bei Jesus gibt. Weil sonst hätten wir schlechte Karten. Super.
Habt ihr den Gedanken so weit verinnerlicht? Okay, jetzt lass mich mal zu dem Punkt kommen, der etwas spannender wird. Was ist, wenn Christen doch von Dämonen geplagt werden? Über diese Frage haben sich ja viel hellere Köpfe als ich den Kopf zerbrochen. Da gibt es auch hochspannende theologische Abhandlungen. Aber wisst ihr was? Am Ende interessieren mich diese hochspannenden theologischen Abhandlungen nicht so richtig. Sondern was mich interessiert ist, was hat denn Jesus gemacht? Und ich lade euch ein, mit mir Lukas 11 anzugucken. Das ist mein Thema heute. Da kommt nämlich Jesus dazu, dass er einen Dämon austreiben muss. Kannst du ab Vers 14 lesen. Und ich möchte mit euch dazu Vers 21 gehen. Und da beschreibt Jesus was Interessantes, was ich viele, viele Zeiten nicht richtig verstanden habe. Da kommt nämlich die Bibel und sagt folgenden Sachverhalt. Lukas 11, ab Vers 21. Genau, gibt dem vorderen Bereich auch Erleuchtung. Wunderbar. Was sind wir doch, eine erleuchtete Gemeinde. So, jetzt geht's los. Wenn der Starke, also worum geht es in diesem gesamten Bereich? Um Dämonen und wie man die Dämonen wieder los wird. Also der Starke ist ganz offensichtlich ein starker Dämon. Wenn der Starke bewaffnet seinen Hof bewacht, so ist seine Habe in Frieden. Wenn aber ein Stärkerer als er über ihn kommt und ihn besiegt, so nimmt er ihm seine Waffenrüstung weg, auf die er vertraute, und seine Beute verteilte er. Jesus beschreibt den Vorgang der Befreiung. Wenn du sündigst, wird Sünde immer von wem in dir injiziert? Ja, lass uns das mal ein bisschen qualifizieren. Das stimmt, du hast natürlich recht, grundsätzlich vom Teufel, aber der Teufel macht es ja nicht alleine, sondern wen schickt er in der Regel? Genau, der Teufel schickt in der Regel seine Helfershelfer, das sind Dämonen. Woran kann man Dämonen in seinem Leben erkennen? Ganz simpel, Dämonen haben immer das Wesen der Sünde, das sie in den Menschen freisetzen. So, wenn du von Angstattacken geplagt wirst, wie heißt wohl der Dämon, der versucht, dich anzuschießen? Simpel. Genau. Und das ist mit unreinen Gedanken ganz genauso. Denn das, was da in dich reinkommt, jede Sünde, die auf dich abzielt und eine Attacke auf dich fährt, wird immer von einem entsprechenden Dämon ausgelöst. Deswegen erleben wir, als der Gerasena befreit wird, wie viele Dämonen waren bei dem drinne? Eine Legion, also der hatte die Jungs richtig abonniert. Ja, die waren da also im Hunderter- und Tausender-Pack drin. Und als Jesus mit seiner Power zu ihnen kommt, was passiert? Die mussten alle raus. Also die Masse, ganz offensichtlich, macht's nicht. Aber es zeigt, dass ein Mensch tatsächlich in seinem Leben eine ganze Reihe dieser Kräfte in sich aufnehmen kann. Also eine Legion, da hast du schon eine Weile zu zählen. Und für mich war die Frage, wie funktioniert das? Lasst mich das nochmal ein bisschen wiederholen, damit wir die Grundlagen richtig im Kopf haben. Als du zum Glauben gekommen bist, wurde welcher Teil deines Menschseins von Neuem geboren? Denk gut nach jetzt, weil jetzt kommt der Punkt, über den sich die Theologen immer streiten, weil sie das so unsauber differenzieren. Welcher Teil deines Menschseins wird wiedergeboren? Nur dein Geist. Deine Seele, bestehend aus Wille, Verstand und Gefühl, alter Prägung, vieler Erinnerungen, die bleibt, wie sie ist, stimmt's? Genauso belastet und angreifbar wie in all den Zeiten vorher. Und sogar dein Körper konnte missbraucht werden für dämonische Aktivitäten, je nachdem, wie viel Unzucht du getrieben hast oder nicht. So, da bleiben die Dämonen,
Und die werden nicht gehen von alleine. Macht jemand keine Illusion. Und jetzt will dieser Christ sein Christsein leben. Und am Anfang seines Lebens mit Jesus ist er total begeistert, stimmt's? Weil der Geist ist von neuem geboren. Der hat diesen Babystatus noch. Stimmt's? Und am Anfang seines Babystatus passiert was? Genau, und die Milch wird immer kiloweise reingeschüttet von oben. Halleluja. Aber nach einer Weile versucht Gott was mit uns zu machen. Er will uns reif werden lassen. Und er schüttet die Milch plötzlich nicht mehr. Und was passiert in einer ordentlichen, gesunden Gemeinde nach einer Zeit, wenn das Baby eine Weile betreut wurde? Genau, auch eine Gemeinde ist hoffentlich so clever, diese Leute irgendwann selbstständig werden zu lassen. Und weißt du, was dann passiert? Dann schütten alle nicht mehr nur pfundweise Milch und Liebe drauf, sondern was machen die? Die sagen, ey, Freund, komm her. Lass mal gucken, was ist denn in dem Lebensbereich? Lass uns den mal anpacken. Und den müssen wir auch mal anpacken. Ey, und da, deine Klappe, die ist auch viel zu groß. Die passt so auch nicht. Und da ist Jesus auch nicht der Chef. Hat das irgendeiner von euch so erlebt? Ja, ich auch, genau. Ganz normal. Und was sagt unsere alte Seele plötzlich? Du, Happy-Männchen-mäßig, richtig in Bewegung gekommen. Auch ganz normal. Also bisher ist noch alles völlig in Ordnung. Du brauchst noch nicht dir Gewissensbisse machen oder Angst um deine Mitgliedschaft haben. Ist alles noch völlig im Rahmen, ist kein Problem. Aber was passiert jetzt? Nachdem dieser Babyschutzmantel weg ist, regt sich welche Seite in dir wieder? Deine alte Seele. Die ganzen Dämonen, die in deiner Seele noch fröhlich ihr Sündenleben ausleben, die melden sich plötzlich. Stimmt's? Und ich als junger Christ, der ich diese ganzen Zusammenhänge nicht verstanden habe, wisst ihr, was ich gedacht habe? Ich glaube, ich bin gar nicht gläubig. Ich kann nicht wiedergeboren, das gibt's doch gar nicht. Also wenn ich so einen richtigen Christen angucke, und da habe ich mir alle die angeguckt, die schon 50 Jahre dabei waren, habe ich gedacht, also meine Güte, die sind alle völlig anders irgendwie. Die sind nicht so wie ich. Was ist eigentlich los? So, und jetzt muss der Punkt kommen, ihr lieben Freunde. Und hier liegt der Knackpunkt, warum wir es in unseren christlichen Gemeinden erleben können, dass wir dämonisierte Christen erleben. Wenn jetzt nicht der Punkt kommt, dass diese Bereiche angepackt werden, was entwickelt sich in den Leuten unter christlichem Deckmantel? Alle möglichen komischen Geister, genau. Religiosität, Manipulation, Habsucht, Geiz, Bosheit, Eifersucht, was du willst. Und die Leute sitzen auf der einen Seite im Gottesdienst und wenn der Lobpreis kommt, dann loben die den Herrn, aber du hast die noch nicht ganz auf die Menschheit losgelassen und du wunderst dich, was da alles rauskommt. Was ist passiert? Welchen Bereich haben sie nicht wirklich angepackt? Sie haben die Dämonen in ihrer Seele nicht wirklich angepackt. So ein Jähzornsdämon. Ich kann dir sagen, ich weiß, worüber ich rede. Und ich habe das über Jahre nicht begriffen. Und habe mich gewundert, was sich da in mir immer komischerweise zu den unpassendsten Zeiten zu Wort meldete. Wenn Christen den Müll ihrer Vergangenheit nicht bewältigen, damit meine ich den seelischen Müll, ihre Prägung, ihre Verletzung, ihre falschen Lehren, ihre Flüche, ihre völlig unordentlichen Lebensverhältnisse, wo du nicht in der Ordnung Gottes gelebt hast. Freunde, da ist Müll. Und wo Müll ist, sammelt sich wer? Die Ratten. Und die Ratten deiner Seele sind Dämonen. So, was musst du tun, wenn du die Dämonen rauskriegen willst aus der Seele? Du musst den Müll entsorgen. Genau. Und das nennt die Bibel Befreiung.
Und es gibt eine Menge Christen, die diesen Punkt nie anpacken. Und so schleppen sie das Jahr für Jahr, Jahrzehnt für Jahrzehnt mit sich rum. Und wundern sich manchmal unter Tränen, dass sie sagen, Mann, ich bete und ich sage, Gott, ich will doch. Und ich schaff's nicht und dann gucke ich mir meine Familie an und die sagen, ey, komm, lass mich bloß mit den Frommen zufrieden. Also wenn das die Leute sind, die wiedergeboren sind und Jesus lieben, ey, dann möchte ich die anderen gar nicht kennenlernen. Und weißt du, wo der Punkt lag? Da ist nie Befreiung passiert. Man hat den Müll nicht angepackt. Und unter dem christlichen Deckmantel hat man immer eine tolle Chance gehabt, sich heilig zu geben, aber das Zeug ist halt trotzdem nicht rausgekommen. Weiß einer, worüber ich rede? Ich weiß, worüber ich rede, ich kenne das. Ich war ein super Schauspieler. Ich wusste genau, wann man Halleluja sagt. Ja, ich war trainiert, hör mal. Wenn du lange genug aufwächst, weißt du, wie das geht. Ich kann dir sagen. Aber frei war ich nicht. Und jetzt guck dich an und frag dich, wie frei du bist und wie viele Bereiche du wirklich angepackt hast. Und weißt du, jetzt kommt der Trick bei der Geschichte. Wenn du diesen Sündenansatz, diese Gedanken, von denen du genau weißt, sie sind nicht, wie Gott sie will, die Verhaltensweisen, von denen du genau weißt, Gott will sie so nicht, die Art zu leben, das ist nicht in der Ordnung Gottes, du weißt genau, dass Gott das nicht will. Wenn du diese Dinge nicht anpackst, dann gewinnen sie was in dir? Gewohnheitsrecht. Und das nennt die Bibel einen Starken. Wer macht den stark? Sei ehrlich, genau, du. Wenn du Goliath packst, wenn er 2 Jahre alt ist, hat er keine Chance gegen dich. Wenn du Goliath packen willst, wenn er 40 Jahre ist, ist er in der Regel größer als du. Verstehst du den Gedanken? Wenn du die Sünde in dir siehst und die falschen Haltungen und die falschen Gedanken und die falsche Handlungsart und Weise, wenn du sie in dir entdeckst und merkst, Mann, das ist aber nicht, wie Gott es will, und du packst es an, dann kannst du sie relativ frisch rausreißen. Reißt du sie aber erst nach 20 Jahren, dann kannst du lange reißen. Warum? Das Wurzelgeflecht hat sich schon in viele Bereiche deiner Persönlichkeit reingebracht. Und weißt du, was das Interessante ist, wenn du hier weiterliest? Wenn der unreine Geist, was macht er? Der sucht sich noch ein paar Gesellen. Und in den Bereichen, wo du nicht wirklich sehr klar und sorgfältig in diese Befreiung reingegangen bist, kommen ähnliche Geister und Sünden dazu. Und deshalb sagt die Bibel, ey, pass auf. Wie fängt denn das an? Für dich werden bestimmte Sünden und bestimmte Sündengewohnheiten normal. Das ist immer der nächste Schritt. Wie heißt das dann so schön? Ist ja nicht so schlimm. Und dann vergleiche ich mich noch mit ein paar anderen Christen und bei denen ist das auch so. Und damit bin ich legitimiert. Die sind ja auch so. Na und? Was heißt denn das? Wer ist der Maßstab? Die anderen Christen oder Jesus? Und dann merkst du, kommt die nächste Geschichte. Wenn es dann zur Gewohnheit geworden ist, dann merkst du, kommt der Punkt, jetzt wird es langsam unangenehm. Diese Sünde fängt an, ihr Recht einzufordern. Plötzlich musst du. Und du merkst, langsam entgleitet dir das. Ich will doch gar nicht fluchen. Und dann bist du draußen irgendwo und alle spielen Fußball und eigentlich bist du immer der gute Christ, der Vorzeigechrist, der seine Zunge im Zaum hat, stimmt? Und mit einem Mal kommt die richtige Gelegenheit und kommt das Zeug raus. Und alle denken, oh, was ist mit ihm denn los?
Was merkst du? Du hast den Dämon nicht mehr unter Kontrolle, sondern mit einmal hat er dich unter Kontrolle. Sondern geht es noch einen Schritt weiter. Dann wird das Ding chronisch. Und du entwickelst regelrecht sündige Haltung. Du musst das schon beinahe tun. Du musst nur noch böse über Leute reden. Du kannst schon nicht mehr die Wahrheit sagen. Du musst schon lügen. Das ist schon deine zweite Natur. Wenn es darum geht, in der Gemeinde zu geben, dann merkst du plötzlich, wie deine Finger am Portemonnaie kleben. Weil der Geist von Habsucht und von Geiz dich gepackt hat. Und am Anfang haben die alle gesagt, naja gut, der ist nur ein bisschen sparsam. Ja, das können wir doch super, das können wir immer super erklären, oder? Und dann merkst du plötzlich, Mann, oh Mann, was packt mich da eigentlich? Ich kann schon so eine Predigt über den Zehnten schon nicht mehr hören. Dann merke ich schon, dann kommt alles raus. Hallo? Ist das die Wahrheit oder ist das nicht die Wahrheit? Und Wahrheit macht, wenn du anfängst, mit der Wahrheit Stress zu kriegen, dann musst du dich fragen, wer plagt mich da? Riesenpunkt. Ich merke plötzlich, hey, da hat mich was gepackt, da hält mich was fest. Und Gott hat dich zur Freiheit berufen als Kind Gottes. Halleluja, ist das nicht großartig? Ich bin so begeistert, dass man Christ sein darf, weil da darf man endlich frei sein. Und du musst nicht mehr dich von irgendeinem Starken beherrschen lassen. Und wenn du merkst, dass diese Werke des Fleisches, so nennt Jesus die, in deinem Leben immer offensichtlicher werden, dann kannst du an jedem Punkt merken, da hast du einen Starken, einen dämonischen Starken, der eine Festung in dir gebaut hat und du kommst nicht mehr raus. Und an diesem Punkt ist es nötig, dass man Befreiung sucht, ihr lieben Freunde. Halleluja. Das ist, was das Evangelium so schön macht. Da kriegt man Befreiung. Wie kriegt man Befreiung? Erstmal die Tür zu machen, genau. Das Erste ist, und da möchte ich ganz praktisch mit dir werden heute Abend, welche Sünden versuchen über dein Leben die Herrschaft auszuüben? Wo merkst du, sind immer wieder Sünden, ich weiß genau, das will Gott nicht, ich weiß genau, das ist nicht in der Ordnung Gottes, das hat mit Jesus überhaupt nichts zu tun und ich merke, ich tue es trotzdem. Schreib das auf eine Liste. Fang an, mit dir selber ehrlich zu werden. Lüg dir nicht in die Tasche. Gib dem Heiligen Geist eine Riesenchance, dich zu befreien. Schreib es auf. Und mach eine genaue Liste. Lass es nicht zu, dass das Zeug dich noch länger plagt. Weil diese Dämonen werden immer ihre Kollegen mit sich bringen. Und es wird nicht einer, sondern es wird schlimmer, anstatt dass es lockerer wird. Das Zweite, was ich gelernt habe, ist, such das entsprechende Wort Gottes gegen diesen dämonischen Geist. Warum? Dämonen haben nicht Angst vor dir. Aber eins habe ich gelernt im Laufe der Jahre in der Seelsorge. Sie mögen das Wort Gottes kein bisschen. Weil das Wort ist wie ein Schwert. So, wenn du dein Leben lang von einem Geist von Furcht geplagt bist, in 2. Timotheus 1, Vers 7 steht, Gott hat uns keinen Geist der Furcht gegeben. Ich kann dir sagen. Und ich hau ihm das Schwert aufs Ohr. Aber frag nicht nach Sonnenschein. Ich sage, du bist ein Lügner, du hast mit meinem Leben nichts zu tun. Raus mit dir. Die Wahrheit Gottes ist, das ist der Punkt. Ich habe dich nicht und ich habe keinen Geist der Furcht. Und wo ich den zugelassen habe, weißt du, mit wem der Geist der Furcht immer in Kooperation arbeitet? Mit dem Geist des Unglaubens. Die gehören oft zusammen, wie Zwillingsbrüder. Und ich habe gemerkt, dass, ja, was ist eigentlich los bei mir? Ich kann das sagen, natürlich. Ich glaube, dass Jesus der Chef ist, Halleluja. Ja, ehrlich? Dann würde ich keine Angst haben, wenn ich das glaube. Stimmt's? Es geht nicht. Du kannst nicht beides tun. Du kannst nicht das Wort Gottes glauben und du kannst gleichzeitig Angst haben. Beides zusammen geht nicht.
Und dieser Geist der Furcht hat ganz oft was damit zu tun, dass wir uns nicht geliebt fühlen. Der hat ganz oft was zu tun mit einem Geist der Ablehnung. Auch da ist die Bibel ehrlich. Sie sagt, die völlige Liebe treibt die Furcht raus. Wenn ich das in meinem Herzen mit Glauben verankert habe, ich bin geliebt von Gott, dann muss ich mich nicht mehr minderwertig fühlen, stimmt's? Das ist mir egal, ob Leute mich mögen oder nicht. Wenn der Herr mich mag, ist das völlig ausreichend. Ich gehe gerade, merkst du, wie diese Zusammenhänge ineinander greifen? Und du kannst dir diese ganzen dämonischen Lügen dein Leben lang antun und die bauen sich auf und werden immer größer. Aber Gott sagt, ey, willst du sie anpacken oder willst du sie einfach lassen? Und dann höre ich das manchmal und das ist, was mich am meisten traurig macht, wenn ich mit Christen zu tun habe. Weißt du, Bruder, ich bin nun mal so. Was ist das denn? Du willst mir ernsthaft sagen, nachdem Jesus gekommen ist und mit seinem Blut dein Leben erkauft hat, musst du weiter ein Opfer der Dämonen bleiben und der Sünde? Wem willst du das erzählen? Gott hat dich gemacht, um frei zu sein. Aber ich war immer schon so depressiv und so bleibe ich auch. Hey, das hat ganz viel, Depression hat ganz viel mit Stolz zu tun. Und da müssen wir was lernen. Weil wenn ich mich demütigen kann, ist interessant, ne? Was kriegt der Demütige? Gnade. Und wenn ich depressiven Leuten zuhöre, oh, denen kann keiner helfen, da gibt es keine Gnade mehr. Hallo? Dann stimmt irgendwas gar nicht, überhaupt nicht, weil beim Herrn gibt es das gar nicht. Merkst du, dass da Lügen sind immer Dämonen, die abgeschossen werden, um dich festzuhalten und dich nicht in die Freiheit Gottes kommen zu lassen. Und wir merken, das kann man auch tatsächlich zu einer Kultur entwickeln. Aber weißt du, wer Interesse hat, dass das eine Kultur wird, mit die du pflegst? Nur der Feind selber. Jesus hat kein Interesse, der möchte, dass du frei bist. Okay, wenn du das Wort Gottes gefunden hast, weil übrigens hat Jesus so mit dem Teufel gearbeitet, stimmt's? Der hat immer das Wort gesucht und dann hat er ihm gesagt, ey, es steht geschrieben und dann ging's los. Dann hatten die beide spannende Zeiten. Was ich selber gelernt habe, ist, in diesem Befreiungsprozess, wenn ich das bei mir entdecke, dann lese ich dem Teufel Jakobus 4 vor, Vers 7 und 8. Und ich bekenne das über meinem Leben. Wisst ihr, was da steht? Und ich lese das immer in Ich-Form. Dann lese ich, ich unterwerfe mich Gott und bin ihm bedingungslos gehorsam. Ich suche Gottes Nähe und bleibe bei ihm. Ich reinige meine Hände von allen Tatsünden und reinige mein Herz von jedem falschen, sündigen Gedanken. Und im Namen Jesu widerstehe ich dem Teufel und er muss fliehen. Das steht da nämlich. Und dann lege ich mich fest, mich absolut unter den Gehorsam Jesu Christi zu bewegen. Und ihr lieben Freunde, der Teufel kann nur dann uns angreifen, wenn wir eine offene Tür lassen. Aber wenn wir uns unter die Herrschaft Gottes bewusst widerstellen und sagen, Jesus, du bist der Chef. Und ich will mit Wort und Tat dich als meinen Herrn im Leben proklamieren und festlegen. Hey, dann können sie nicht bleiben, weil mit Jesus zusammen in der Stube wird sie ganz ungemütlich. Und dann kommt der nächste Schritt der Befreiung. Wenn du das getan hast und dich festgelegt hast, dass Jesus der Herr ist, auch in diesem Lebensbereich, dann lässt du dir von deinem Seelsorger oder der Seelsorgerin im Namen des Herrn Vergebung und Befreiung zusprechen. Ich habe mich das oft gefragt, warum ist in der Bibel das immer so, dass da steht und bekennt einander die Sünden? Wisst ihr warum? Weil der Teufel uns immer dazu führt, dass wir uns selber in die Tasche lügen. Aber wenn du deine Sünde mal bekannt hast, wenn du bekannt hast, von welcher Seite der Angriff ist,
und du sprichst da Vergebung rein und du lässt dir Vergebung zusprechen, dann ist das wie abgeschnitten. Das ist echt interessant. Warum ist das so? In der Bibel ist es ganz simpel. Da steht, wenn wir wandeln im Licht. Du bist plötzlich mit all diesen Angriffen ans Licht gekommen. Und der Teufel hat plötzlich keine Handhabe mehr, dir Schuld und Verdammnisgefühle zu geben, weil es ist ans Licht gebracht, stimmt's? Und mit mal brauchst du dich nicht mal heimlich irgendwo hin verkriechen oder immer dauernd mit schlechtem Gewissen rumrennen, sondern du hast die Sache ans Licht gebracht. Und der Heilige Geist kommt und packt das einfach weg. Halleluja. Und mit mal bist du frei von der Geschichte. Und dann sollst du den Herrn preisen. Das ist die nächste Anweisung. Jesus für seinen Sieg preisen, dich mit dem Wort Gottes füllen und wirklich dem Herrn dienen mit großer Kraft. Und ich möchte euch einen Vers dazu lesen, in 1. Johannes 5, Vers 18, weil der ist der Schlüssel, damit du auch frei bleibst. Da steht nämlich, der aus Gott Geborene bewahrt sich selbst und der Böse tastet ihn nicht an. So, wer bewahrt sich jetzt selber? Du. Du bewahrst dich selber. Füll dich mit Gottes Wort. Lebe in der Freiheit der Kinder Gottes. Geh in Gottesdienste, dien dem Herrn. Lebe ein wirklich klares, offenes Leben. Und wenn die Sünde da ist, ey, erzählen sie, damit sie raus ist und keiner mehr Recht hat, dich zu plagen. Und plötzlich wird Befreiung so normal im Volk Gottes. Und du musst nicht husten und stolpern und wie ein Hund bellen oder wie die Schlange am Boden kriechen oder irgendwelche komischen Geschichten, die ich da schon gesehen habe. Mann, oh Mann, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gedacht, was treiben die denn da? Und weißt du, was der Schocker für mich war? Als ich später mit den Leuten geredet habe, dann waren das Christen, die schon 30, 40 Jahre Christen waren. Das hatten nicht die, die Jungchristen waren. Das hatten alle die, die Altchristen waren und ihren Schrott nicht aufgearbeitet haben. Da war die Schlange schon so massiv drin, die konntest du denn körperlich schon sehen. Da dachte ich, du liebe Zeit, was ist eigentlich los? Und die Jungchristen, die hatten viel mehr auf dem Kerbholz. Aber das ging einfach. Als sie mit ihrem Kram ans Licht kam, kam die Befreiung einfach rein und fertig war die Geschichte. Freunde, könnte das sein, dass Gott euch in eine ganz große Freiheit hineinbringen könnte, wenn wir anfangen würden, diesen dämonischen Kräften in uns den Krieg anzusagen? Weißt du, was passiert, wenn du frei bist? Dann bist du gefährlich. Weil wenn jemand kommt, der aufgeladen ist wie ein Atomkraftwerk, von dem gehen die Blitze bloß so weg. Das war der Grund, wenn Jesus irgendwo erschienen ist, was haben die Dämonen in den Leuten gebrüllt? Komm uns bloß nicht zu nahe. Weil die was wussten? Da kommt so viel Power, weil der ist total frei. An dem hat niemand irgendwas, was er festhalten kann. So, der spricht nur wie viele Worte? Das haben die immer gesagt. Sprich nur ein Wort. Ein Wort. Und die wussten genau. Sei ehrlich. Wie viele Worte musst du und ich manchmal sprechen, bis da was passiert? Halbe Romane. Weißt du, warum das so ist? Weil wir noch selber genug Schrott mitschleppen. Das ist unser Punkt. Wir sind zur Freiheit berufen, oder? Halleluja. Jetzt lass uns das mal fröhlich praktizieren. Jetzt kommt der spannendste Teil des ganzen Abends.
ich habe da länger drüber nachgedacht, wie stelle ich das jetzt am barmherzigsten an? Und während ich darüber nachdachte, dachte ich, das ist wieder so typisch Menschenfurcht, ne? Wir müssen uns schon wieder überlegen, wie wir es dann irgendwie nett anstellen. Und dann habe ich mir gesagt, nee, ich will das gar nicht nett anstellen. Wenn du heute Abend mitkriegst, dass es eine Sünde gibt in deinem Leben, die ist richtig chronisch. Und da gibt es so einen Beraubungsmoment, der kommt immer wieder. Weißt du was? Dann werden wir das so machen, dass wir für dich beten. Schlicht und ergreifend. Und ich möchte euch einladen, dass wir vielleicht so ein paar Gruppen machen. Und in dieser Gruppe bitte ich immer den, der geistlich am reifesten ist, der hat den Job der Befreiung. Alles andere braucht zu lange. Ja, und dann werden wir das einfach so machen. Dann packen wir das Ding hin, wo es hingehört, nämlich ans Licht. Und dann sprechen wir Befreiung aus. Und dann schauen wir, was der Heilige Geist alles will. Oh, dann kann das ja einer mitkriegen, was bei mir war. Jupp, das haben die alle sowieso schon rausgekriegt. Aber nur geht das Zeug raus, das wäre doch mal was, das wär's mal was Neues, oder? Jo, so, ihr könnt euch schon mal überlegen, wie ihr euch da so in Fünferkreisen hinsetzen wollt. Halleluja. Heiliger Geist, ich danke dir dafür, dass du hier bist. Und ich freue mich, dass du dein Wort gibst und dass wir in Freiheit gesetzt sind. Und dass du uns das lehrst, Herr. Dass immer dann, wenn wir in dein Licht kommen, den Teufel entmachten in unserem Leben, dann kommst du mit deiner Wahrheit und dann macht deine Wahrheit uns frei. Und Jesus, ich danke dir, dass du hier bist mit deinem guten Heiligen Geist. Und ich danke dir für die Präsenz deiner Engel. Und ich danke dir, dass dein Name, Jesus, viel höher und viel größer und viel stärker ist als alles andere. Und ich danke dir, dass wir als Gemeinde das lernen, Herr, in die Freiheit der Kinder Gottes zu kommen. Und du willst das, Herr. Heute Abend ist so ein Termin. Und ich danke dir, Vater, dass wir mehr und mehr da reinwachsen werden. Und dass wir zunehmen. Und dass Befreiung normal wird. Und dass wir damit einander dienen werden, Herr. Halleluja. Jesus, und so preise ich dich einfach für deinen Frieden, der hier ist. Und ich danke dir, Herr, für dein Wirken jetzt. Danke. Amen. Ja, ich lade euch ein, setzt euch doch ein bisschen in so ein paar Kreisen zusammen.